Das Fernsehschatztruhen Weihnachtsspecial. Frohe Weihnachten! Ach, es weihnachtet sehr und ich hoffe, ihr hattet einen schönen heiligen Abend und einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag und ja, hattet Freude am ersten Weihnachtsspecial mit Frank am Heiligabend. Und ich möchte heute anknüpfen. Es ist hier ruhig und besinnlich. Ich sitze hier alleine mit einer Kerze, könnt ihr euch vorstellen. Neben mir ein beleuchteter, funkelnder Weihnachtsbaum. Und auch ich möchte unsere Klassikertruhe öffnen und euch heute zwei meiner absoluten Lieblingsgespräche aus den vergangenen 10 Jahren präsentieren. Also Frank und ich, wir hatten ja in den letzten 10 Jahren auch eine kleine bewegende Radio-Vergangenheit und über verschiedene Shows und Radiosender eben schon ähnliche Gesprächsformate eben gehabt, wie eben jetzt die Fernsehschatztruhe. Und da öffnen wir eben heute nochmal die Klassikertruhe und mein erster Gast, den ich euch heute als Klassiker präsentieren möchte, ist jemand, der auch leider nicht mehr unter uns weilt. Eigentlich sind beide Gäste, die ich euch heute präsentieren möchte, nicht mehr unter uns. Zum zweiten kommen wir dann gleich noch. Aber der erste, der hat mir schon immer imponiert. Es ist ein unfassbar netter Kollege, auch im Fernsehen. Und auch eben als Gesprächsgast, wir kannten uns vorher noch nicht, habe ihn aber sehr zu schätzen gelernt. Es ist Roger Willemsen. Roger Willemsen hatte ich damals deshalb ausgesucht. Es war zum Start einer neuen Radiosendung mein erster Gesprächsgast. Und ich war ein bisschen nervös, denn Roger Willemsen ist einer, der ist so wortgewandt, der steckt dir auf jeden Fall in die Tasche, dachte ich mir. Da muss ich unfassbar gut vorbereitet sein, war ich dann auch, aber hatte unfassbar Lampenfieber. Und schon nach den ersten Minuten hat er mir genau dieses Lampenfieber genommen und das fand ich einfach unfassbar schön. Und das möchte ich euch jetzt zu Beginn mal vorspielen. Roger Willemsens, knapp 10 Jahre her, damals gemacht für Radio Störfunk. Viel Spaß. Schindler und Freunde. Ja, ich bin ja so ein bisschen bekannt dafür, dass meine Gespräche nicht die allerdeutsten manchmal sind und deswegen dachte ich mir so, für den Auftakt unserer neuen Gesprächsreihe sorge ich dafür, dass wenigstens der Gegenpart annähernd Niveau hat. Deshalb, hallo, Roger Willemsen. Danke, Schindler. Damit es gleich so primitiv losgeht, möchte ich einfach mal zwei ein bisschen komisch klingende Attribute in den Raum werfen, die aus meiner Sicht so ein bisschen beide auf Sie zutreffen. Intelligenzbolzen und coole Sau. Wenn Sie jetzt selber für sich wählen würden, für welchen Ausdruck würden Sie sich entscheiden? Also ohne mit der Wimper zu zucken, für die coole Sau. Das, was man weniger ist, das möchte man noch mehr sein. Und ich bin wahrscheinlich zu moralisch, um wirklich cool zu sein. Das heißt, schnell entflammbar, schnell erhitzbar. Und insofern, coole Sau ist wahrscheinlich das Gewünschte. Das ist aber interessant, ne? Weil ich kann mir sie irgendwie auch gar nicht wütend oder erregbar vorstellen, ehrlich gesagt. Also kriegt man sie auch irgendwie wütend? Man kriegt mich wütend, wenn sie zum Beispiel die Auseinandersetzung mit Til Schweiger über Afghanistan bei Radio Bremen sehen, bei 3 nach 9. Okay. Für mich Grenzen erreicht, wenn ich so einen militarisierten Standpunkt sehe und das Gefühl habe, alles andere verschwindet dahinter. Dann muss ich mich als öffentliche Person stark machen für die gute Sache. Jedenfalls für die Sache, die mir gut scheint. Aber und dann muss man klare Feindbekennungen haben. Ja, aber dennoch haben Sie da die Kontinenz irgendwie bewahrt. Ich habe mir das angeguckt und das ist für Sie wütend sein, so richtig mal ausrasten. Es freut mich, dass Sie das sagen, weil ich mir extra vorgenommen hatte, diesen Konflikt schon auf mich zukommen sehen, dass ich gedacht habe, verlier die Fassung nicht, denn du musst dich fragen, ob du einen satisfaktionsfähigen Gegner hast. Und jemand, der 4 Tage in Afghanistan gewesen ist und sich nur im Schutz der Bundeswehr bewegt hat, mit dem sollte man besser nicht über das zivile Leben Afghanistans streiten, denn dazu ist er einfach nicht sachverständig. Sie sind ja rhetorisch so brillant auf der Strecke und können dann dementsprechend auch aus dem Stegreif so wahnsinnig gut kontern. Da hat sich natürlich dann auch Til Schweiger einen schlechten Partner rausgesucht zum Diskutieren, habe ich den Eindruck. Und das haben Sie natürlich manifestiert auch in Ihrer Talkshow in den 90er Jahren mit 0137 bei Premiere. Da haben Sie aus meiner Sicht ja Interviews im Fernsehen neu erfunden, eben durch diese Gabe. Ja, so rhetorisch, einwandfrei. Ich kann es noch nicht mal formulieren. Mir tun die Verben ausgehen und das zu beschreiben. Aber das ist eine schöne Konstruktion. Mir tun die Verben ausgehen.
Aber da haben Sie sich ja im Endeffekt eigentlich schon wieder vor fast 10 Jahren als Gastgeber verabschiedet. Warum eigentlich? Hatten Sie da einfach die Nase voll auf Talkshow? Wissen Sie, es ist erstmal sehr schwierig, immer zu versuchen, die eigenen Minderheiteninteressen mit den Masseninteressen des Fernsehens zu synchronisieren. Das macht es einem manchmal nicht leicht, denn es wird immer ein Redakteur dahinterstehen, der sagt, an die Quote denken, an die Quote denken. Und wir haben damals eine Sendung gemacht, von der wir meinten, wir möchten sie uns selber gerne angucken. Und wenn wir uns selber die Sendung nicht mehr gerne angucken möchten, dann müssen wir sie nicht machen. Das heißt, wenn wir einen glasknochenbehinderten Jazzpianisten da haben, dann wissen wir, schaffen wir ihn ab, steigt die Quote. Wenn wir jeden ausländischen Gast, der gedolmetscht wird, rauswerfen, steigt die Quote. Das war aber nicht die Sendung, die wir machen wollten. Und insofern muss man dann irgendwann sagen, bevor der Würdeverlust einsetzt, ist es besser zu gehen. Und insofern werde ich lieber von Ihnen heute noch vermisst, als dass Sie sagen, auch so ein altes Showhorse, das den Abstieg nicht finden konnte. Den Aufstieg vielmehr. Ja gut, aber da haben Sie sich aber mit Premiere aber irgendwie auch damals doch den falschen Sender rausgesucht. Den hat ja schon damals kaum jemand angesehen. Sie waren ja einer der wenigen Sendungen neben Kalkofes Mattscheibe und Zapping, eine Sendung, die unverschlüsselt lief. Und, ja, Sie sind gut informiert, muss ich sagen. Das stimmt alles. Das stimmt alles, was Sie sagen. Ich muss eine kleine Korrektur machen. Rausgegangen aus dem Fernsehen bin ich ja dann beim ZDF. Richtig. Weil das war Willemsens Woche. Und bei Premiere bin ich eigentlich erst gegangen, nachdem ich ein Format, das war dann Willemsen, das Fernsehgespräch hing. Das war eine Person, ein Gast, kein Saalpublikum, sehr intensiv. Und davon habe ich 50 Ausgaben gemacht. Und dann habe ich den Verlockungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nicht mehr widerstanden. Auch eine schöne Sache war, als Sie zum zweijährigen Geburtstag des Fokus Helmut Markwort getroffen haben und ihm mit seinen teils abgeschriebenen, teils einfach falschen Fokusgeschichten deklassierten und zum Abschluss auch noch einen Ausschnitt eines 70er-Jahre-Erotikfilms mit ihm als Schauspieler zeigten. Treffen Sie sich eigentlich hin und wieder mal? Also wenn er mich irgendwo sieht, dreht er sich wie eine Kompassnadel und strebt in die umgekehrte Richtung. Ich darf bis heute wegen dieser Geschichte in keinem einzigen Burda-Organ erwähnt werden. Also das war, das ist eine Mini-Korrektur, das war 94, das heißt, im nächsten Jahr können wir 20. Geburtstag feiern und ich darf bis heute in keinem Bunte und kein Fokus und L und so weiter nicht vorkommen. Das finde ich aber ist ein Prädikat. Ich weiß, dass welches Verständnis Herr Markwort von freiem Journalismus hat, denn in einem Live-Interview hat jeder die Möglichkeit zu antworten. Das heißt, da sind einfach zwei Leute auf Augenhöhe. Haben Sie sich damals auf den Auftritt von Herrn Markwort gefreut? Nein, ich hatte Schiss. Weil ich wusste, dass das ein Parfumfritt werden würde. Ich wusste, dass er anreisen würde mit einer unglaublichen Genugtuung über das, was 2 Jahre Fokus aus Fokus gemacht hatten. Und ich hatte wirklich sehr gut recherchierte Geschichten von Lügen, von Unterdrückung, von sehr fragwürdigen Verhältnissen zwischen redaktionellem und Anzeigenteil und so weiter. Und dass ich das Ganze so weitgehend durchpeitschen würde, das hätte ich damals nicht gedacht, aber am Ende der Sendung war ich erleichtert. Und lustig war auch, dass Michel Petrucciani, unser Pianist, sagte, ich merke schon, du magst den nicht, was soll ich denn für eine Auftrittsmusik spielen? Und da habe ich gesagt, Michel, du wählst. Und dann ist Markwort in die Garderobe von Michel gekommen und hat gesagt, ich will den Künstler begrüßen, was der ziemlich unangenehm fand. Und dann hat Michel ein Stück Free Jazz gespielt zum Auftritt, was in den GEMA-Listen als Free Shit angegeben wurde. Und wenn man heute die Sendung genau hört, leichte dann Provokation. Merkt man, dass Michel ja am Klavier irgendwie durchdreht. Schindler und Freunde. Und auch im zweiten Teil unserer Gesprächsreihe habe ich Roger Willemsen zu Gast und da möchte ich ein kleines bisschen über ihr Buch sprechen, das am 22. August erscheint. Es war einmal oder nicht, afghanische Kinder und ihre Welt, so heißt der Titel. Und da sind sie auch wieder viel gereist. Was hat denn, welchen Stellenwert hat denn jetzt nicht speziell diese, aber allgemein eine Reise für Sie? Die Reise ist erstmal bestimmt von dem Wunsch, nicht anzukommen. Und wie? Zweitens... ich fühle mich in Transiträumen am liebsten. Der nächste Ort, an dem ich ankomme, soll mir sagen, dass es weitergeht. Man will über jeden Horizont hinausreisen. Aber nicht in jedem Transitbereich ist es angenehm. Da können Sie den Herrn Snowden fragen. Nein, das ist sehr wahr. Aber ich finde, dass der Transitbereich der größte Raum in unserem Leben ist. Denn fast immer sind wir irgendwo im Übergang. Und wenn ich mir den nicht aneignen kann, dann verliere ich große Teile meines Lebens. Ach so. Ich meine aber auch selbst große Städte, in denen ich glücklich bin, die mir aber trotzdem
die Vorstellung von dem, wo ich und wie ich woanders sein könnte, nochmal spiegeln. Und insofern glaube ich, dass das Reisen ein Zustand ist, der nie so richtig aufhört für den, der leidenschaftlich reist. Der will wirklich über alle Horizontlinien hinaus und der will auch vielleicht wirklich aus dem Leben raus. Ist das für Sie dann aber auch einfach nur der Drang, die Welt zu entdecken? Ja, das ist richtig. Also man trägt ja diese Fremde manchmal so, als hätte man einen Mantel auf den Schultern und man hat das wie eine eigene Atmosphäre, wie ein Klima, wie ein Milieu, ist diese Fremde um einen gesponnen. Und das ist einfach ein Zustand, in den ich sehr gerne eintrete. Sie schreiben das Ganze jetzt ja wieder in einem Buch. Warum denn keine Fernsehreihe? Das ging nicht. Also in diesem Falle war es ja so, dass ich 7 Jahre lang die Zeichnungen von Kindern aus den Schulen Afghanistans gesammelt habe. Und ich wollte gerne durch den Blick dieser Kinder, die mich immer sehr beeindruckt haben, wollte ich gerne erstens sehen, was kann man erkennen durch diesen Blick. Und dann sieht man eben eine unglaubliche Präzision bei der Darstellung von Gebirgsformationen, Sportarten, Pflanzen, Tieren und solchen Dingen, aber eben auch bei Rüstungsgütern. Also sie können genau erkennen, wenn ein afghanisches Kind ein Flugzeug malt, welcher Typus das ist und welche Formen des Beschusses das Kind erlebt hat. Minenexplosionen, wie die genau aussehen. Und dann kommt der Punkt, das habe ich, sagen wir mal, in der ungemeinen Präzision nicht erwartet. Ich habe gedacht, das wäre diffuser. Ich habe gedacht, da ist ein Trauma und dieses Trauma sucht einen Ausdruck. Und die Zeichnungen werden helfen, dieses Trauma zu objektivieren. Das hat auch funktioniert. Aber dass auf der anderen Seite ich ein Kettenfahrzeug bis zur Tarnfarbe, bis zu den verschiedenen Mündungsrohren, die es da gibt, so präzise finden würde, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist ja sehr entsetzlich, was Sie da erzählen eigentlich. Sie schreiben aber auch von den schönen Momenten. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt in Ihrem Buch, die Einheimischen dort haben. Können Sie für uns mal einen der schönsten Momente, die Sie mit den Menschen dort erleben durften, rauspicken? Ich kann jetzt natürlich eine ganze Reihe nennen. Ich könnte Ihnen sagen, ich gehe mit einem kleinen Jungen durch den Zoo und stelle fest, dass der kleine Junge jedes Tier beim Vornamen kennt und seine Lebensgeschichte erzählen kann. Und irgendwann wird mir das so gleichzeitig glücklich, aber auch ein bisschen unheimlich. Und dann erzählt mir jemand, dass der beide Eltern verloren hat und dass der bei seinem Onkel lebt, den er aber nicht mag und deshalb hat er jetzt den Zoo. Solche Dinge. Oder dass ein kleiner Junge mit mir durch die Straßen von Kunduz geht und alle Viertelstunde zu mir sagt, ist es schön mit mir? Findest du es schön auf den Straßen? Ist es schön? Und dann wieder alle 15 Minuten, gefällt es dir? Sag mal, gefällt es dir wirklich mit mir? Und ich musste dann immer sagen, ja, Kamal, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als jetzt mit dir auf diesen Straßen zu sein. Und dann geht er mit seinem Ernst durch den Staub und geht am Ende in irgendeinen Gemischtwarenladen und holt ganz von hinten ein Geschenk für mich. Und das ist eine Ansichtskarte, auf der man alleine einen Falken sieht. Vor grauem Hintergrund einen einzelnen Falken. Und so eine Geste, so wenig sie bedeuten mag, bedeutet mir viel. Wie wurden Sie denn da empfangen? Man kommt doch dann gewisserweise als Fremdkörper erstmal rein, oder? Oh ja, und wissen Sie, das ist ja auch nicht gerade weniger geworden. Als ich zum ersten Mal in Afghanistan war, da habe ich sehr viel mehr Europäer gesehen, die für Hilfsorganisationen arbeiteten und sich versuchten, halbwegs frei zu bewegen. Als ich zuletzt da war, das ist nicht mal ein Jahr her, da haben die Leute im Panjshir-Tal gesagt, wo kommst du denn her? Was machst du? Warum bist du als Zivilist hier? Weil die nur noch Uniformierte kennen, wenn sie überhaupt jemanden sehen in diesem Preis. Ja. Und mich interessiert halt, dass dieses bürgerliche und zivile Afghanistan, das Zusammensitzen bei den Maulbeeren und das Geschichten erzählen und diese Dinge, die interessieren mich weit mehr, als mich zu fragen, was persönlich ich jetzt gegen Taliban tun kann. Natürlich gehe ich an die Universität und versuche, den Studenten was beizubringen und ich treffe mich mit Feministinnen und ich habe mich mit einer Verfassungsrichterin getroffen und ich versuche, diese offiziellen Stellen, sofern sie mir Informationen geben können, auch zu besuchen. Aber am meisten interessiert mich das Leben von unten. Es ist Wahnsinn. Also es ist wirklich so interessant und das ist jetzt nicht einfach nur Lobhudelei, denn ich könnte noch stundenlang tatsächlich mit Ihnen reden, aber wir sind ja am Ende schon. Jetzt müssen wir uns aber noch gemeinsam für dieses Gespräch uns einen Titel mal einfallen lassen. Helfen Sie mal. Wir könnten sagen, der Zeitgenosse. Oder vielleicht sogar der leidenschaftliche Zeitgenosse, weil ich so leidenschaftlich an allem, was gegenwärtig ist, hänge. Und das, was mir zuerst einfällt, aber sonst, Sender Boshi ist ein afghanischer Wunsch und der heißt so viel wie du sollst leben. Es war einmal oder nicht das neue Buch von Roger Willemsen. Vielen herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Schindler. Alles Gute Ihnen für den Weg und sowieso. Dankeschön. Tschüss. Ja,
Das war Roger Willemsen und ich vermisse ihn auch heute noch wirklich im Fernsehen. Also das ist was, wo ich damals sehr erschüttert war, als ich über seinen Tod erfahren habe. Und gerade wenn man dann mit Leuten, das war seinerzeit noch gar nicht so lange her, schon mal miteinander gesprochen hat, dann trifft es einen umso mehr. Auf der anderen Seite hatte ich eben großes Glück, dass ich ihn noch habe kennenlernen dürfen. Das war eine große Bereicherung für alles, was ich dann im Radio dann und auch im Sinne von Podcasts und so weiter gemacht habe. Also nochmal danke nach oben in den Himmel, denn ich bin mir sicher, dort ist er, Roger Willemsen, für dieses tolle Gespräch. Mein zweiter Gast heute ist, wie gesagt, auch schon jemand, der nicht mehr unter uns weilt. Und auch das war, finde ich, ein Hochkaräter. Ein Gast, das ist sogar so ein bisschen länger her als Roger Willemsen, dass ich mit ihm gesprochen habe, der für mich quasi der Inbegriff des politischen Kabaretts immer war. Mit Notizen aus der Provinz und eben dem legendären ARD-Scheibenwischer hat er politisches Kabarett auf eine neue Ebene gehievt. Und es war immer wichtig, dass man eben auch mal den Zeigefinger erhebt. Und das hat er eben regelmäßig gemacht, wenn es auch um Missstände ging, um das eben satirisch und mit den Stilmitteln von Kabarett da auch mal eben deutlich zu machen, was im Land alles schon ein bisschen schief läuft. Auch vor diesem Gespräch war ich unfassbar nervös am Anfang. Auch da muss man aber sagen, dass Dieter Hildebrand ein sehr angenehmer Gesprächsgast war. Und da hört ihr jetzt mal rein. Viel Spaß mit Dieter Hildebrand. Ja, hier ist wieder die Bundesvision der Buddy Show. Wir melden uns aus Nürnberg, aus unserem kleinen Außenstudio. Und da geht es heute ein bisschen um Politik. Genauer gesagt geht es um politisches Kabarett. Und wenn die Jüngeren sagen, ey, was ist denn das? Dann bleibt dran, da kann man ein bisschen was lernen. Die wenigsten Deutschen sind ja momentan zufrieden mit unserer Regierung. Ja, und wenn jemand medienwirksam und vor allem mit Hirn und Verstand gegen eine Regierung wettert, dann ein Kabarettist. Er machte die Sendung Notizen aus der Provinz und natürlich auch den legendären ARD-Scheibenwischer. Also wenn es um den politischen Kommentar geht, ist er für mich persönlich der Chef in Sachen Politkabarett und für unsere kleine Vorabendsendung eine große Ehre, ihn heute am Telefon begrüßen zu dürfen. Dieter Hildebrand, hallo. Hallo, hallo. Hallo, Herr Hildebrand. Ja, sind Sie denn zufrieden mit der momentanen Regierung? Naja, das ist, also können Sie einen Kabarettisten nicht fragen, weil der hat ja Kraft seines Berufes und seines Jobs, den er sich selbst ausgewählt hat, sich entschlossen, über Regierungen sich Gedanken zu machen. Das heißt, bei jeder Regierung, die Sie haben, das ist egal welche, Wenn Sie sich darüber Gedanken gemacht haben, kommen Sie darauf, dass Sie im Grunde genommen doch nicht so richtig zufrieden sind. Ja, okay, das ist dann im Endeffekt Ihre Aufgabe. Mit, wenn man jetzt die Namen Westerwelle, Ramsauer, Rösler und Co. so hört, also Material hätten Sie ja zurzeit eigentlich in Hülle und Fülle. Bereuen Sie es ein kleines bisschen, jetzt keine eigene Sendung mehr zu haben, um dieses Material auch verwursten zu können? Nein, das bereuen hätte ich mir vorher denken können. Ich habe deswegen aufgehört. Ich habe es 23 Jahre lang gemacht. Ja. Irgendwann ist der Topf voll und läuft dann über. Und ich habe genug dafür gearbeitet und habe dann gesagt, jetzt sollen das andere machen. Ich bin jetzt mal entlastet. Ich bin alt genug und außerdem verbraucht sich das Gesicht am Fernsehen doch ziemlich. Also ich habe mir gedacht, ich schone es jetzt mal eine Weile. Ach so. Ja, aber Sie sind ja jetzt 83 Jahre und noch fit wie ein Turnschuh. Wir werden auch gleich nochmal über Ihr aktuelles Programm sprechen, was mich aber mal schon immer persönlich interessiert hat. Also wie und wann erfährt man eigentlich, wenn man eine Live-Sendung macht, dass man in Bayern ausgeblendet ist oder wurde? Das war eine Ausblendung mit Vorhersage, war Ansage. Okay. Ja, die hatten uns ein Ultimatum gestellt bis 16 Uhr. Wenn wir bis 16 Uhr nicht 10 Textstellen aus dem Manuskript streichen, dann würde sich dabei das Weiße Fernsehen ausschalten und wir haben beschlossen, das halten wir aus. Aha, also man muss für unsere jungen Hörer sagen, dass es da einige Passagen, das ging um das Thema Tschernobyl und Lisa Fitz war die Künstlerin, wenn ich mich jetzt da ein bisschen dran erinnere. Und naja, es war nicht nur diese eine Stelle, es waren 10 Stellen, also in allen anderen Texten auch, ja. Ah, und der Bayerische Rundfunk sagte, okay, das strahlen wir
in unserem Sendegebiet nicht aus und blendete dann den Scheibenwischer aus. Ja, wenn ich sage, der Bayerische Rundfunk, dann meine ich jetzt nicht das dritte Programm, sondern damals war es noch so, dass jeder Sender, also der Bayerische Rundfunk, der Süddeutsche Rundfunk und so weiter, das erste Programm ausstrahlten, also quasi jeder steuerte seinen Teil dazu bei. Und wurde dann eben über die Sendeanlagen der entsprechenden Anstalten ausgestrahlt als erstes Programm. Und der Bayerische Rundfunk sagte einfach, nein, wir übernehmen nicht den Scheibenwischer für unser erstes Programm. Ja, in der Verantwortung für die Zuschauerinnen und Zuschauer Bayerns hat der Programmdirektor beschlossen, er könne es nicht verantworten, seinen Zuschauern das zu bieten, und hat die Verantwortung übernommen. Ja. Und daraufhin haben die bayerischen Zuschauer gesagt, wie kommt er dazu, die Verantwortung für meinen Geschmack zu übernehmen und für mein Verständnis von Kabarett? Und haben natürlich dagegen protestiert. Das heißt, mit anderen Worten, es ist eben nicht gut bekommen. Ja. War das dann für Sie aber im Endeffekt dann doch ein positives Ergebnis, weil dann der Scheibenwischer dann nochmal umso aktueller wurde bei den Zuschauern? Darauf können Sie sich verlassen, ja. Das war natürlich für uns ein wahres Geschenk. Wer uns noch nicht gekannt hat, der hat uns dann gekannt. Spätestens dann. Haben Sie sich den letzten Satiregipfel eigentlich angesehen? Nein, ich habe Selbstvorstellung gehabt. Ich bin außer Obligo. Sehen Sie den Satiregipfel jetzt in keinster Weise überhaupt noch mehr als Scheibenwischer-Nachfolger? Für mich war der Satiregipfel nicht mehr der Nachfolger des Scheibenwischers. Aus diesem Grunde, weil ich vermutet habe, dass es in diese Richtung gehen wird, habe ich beschlossen, den Titel zurückzuziehen, der von mir war. Genau, war ja auch groß und in der Presse. Der Sender, der Bayerische Rundfunk, hat sehr fair reagiert und hat gesagt, okay, dann ziehen wir den Titel zurück. Okay. Ja, Sie treten ja immer mal wieder in Neues aus der Anstalt auf. Das ist ja das Pendant auf dem zweiten deutschen Fernsehen. Und im Endeffekt ist ja das Konzept genau das, was eigentlich Matthias Riechling mit dem Scheibenwischer vorhatte. Und da glauben Sie, das wäre ein ähnliches Konzept. Wenn ich mir die Anstalt anschaue, doch, oder? Das glaube ich Ihnen nicht, nein. Was unterscheidet denn dann? Da bin ich krass anderer Meinung. Oh je. Diese Haltung, die kann einen Comedian ertragen, manchmal auch vertragen, aber eigentlich muss es nicht sein. Und das ist etwas, was der Sender sich so ein bisschen erbeten hat, dass da hin und wieder mal so ein bisschen Tralala reinkommt. Also ich meine, dass die Sendung Neues aus der Anstalt eine Sendung ist, wie ich sie auch gemacht habe. Und wie ich sie auch weitergemacht hätte, wenn ich weitergemacht hätte. Mhm. Und dass diese Sendung eine politische Haltung hat, die man nachvollziehen kann. Man muss nicht einverstanden sein, aber man kann sie nachvollziehen. Man kann sagen, das ist eine Aussage. Da sind Aussagen drin über die politische Situation. Das allerdings. Ja, und das ist das Konzept dieser Sendung. Und wenn Sie sich noch erinnern an Georg Schramm, als er noch dabei war, dann war das so ein Aushängeschild für das Austragen von Konflikten mit der Politik. Okay. Ja. Ja, fehlt es dann in Deutschland am Nachwuchs im politischen Kabarett oder an was liegt denn das? Nein, das glaube ich nicht. Nein. Glaube ich nicht, weil die Menschen sind gewöhnt, dass ihnen politischer Nachwuchs, Kabarettnachwuchs im Fernsehen vorgestellt wird. Ja. Das Fernsehen hat sich daraus zurückgezogen. Die haben das in die dritten Programme verlegt. Und nicht alle Fernsehzuschauer und Teilnehmer haben die Möglichkeit, diese dritten Programme zu sehen, beziehungsweise schalten es gar nicht ein, weil sie nehmen keine Kenntnis davon. Und im offiziellen Abendprogramm ist einfach nur das Neues aus der Anstalt und vorher das, was die ARD halt anzubieten hatte. Herr Hildebrand, Sie sind ja immer noch ein harter Arbeiter und Sie sagten es ja eben, Sie sind unterwegs mit Ihren Programmen und Vorlesungen. Denkt man nicht dann mal irgendwann auch an den Ruhestand oder macht Ihnen das einfach auch noch Spaß, auf der Bühne zu stehen und eben den Kabarettisten zu geben? Also Spaß, wie Sie so sagten, so schön, das ist so, heute sagt man so Spaß, ich habe keinen Spaß. Ich habe Freude. Freude daran. Ich habe Freude am Spielen, ich habe Freude an Mitteilungen,
die mich deuten, die auf meine Nägeln brennen. Ich weiß nicht, es brennt gar nicht auf den Nägeln, es brennt irgendwo anders. Ich habe zwar keinen Mitteilungsdrang, aber ich liebe es, mich mitzuteilen. Und ich habe gern Formulierungen, die Zusammenhänge, nach Erfassen der Zusammenhänge es formulieren können. Ja. Und das ist das Spiel mit der Sprache, das ich immer noch gern betreibe. Und das mache ich jeden Abend fast jetzt vor Publikum live, ohne den sogenannten Feedback, der beim Fernsehen immer erst eine Woche danach kommt und sich meistens in unsäglichen Leser- und Hörerbriefen äußert. Also auf die kann ich verzichten. Ich sehe gern die Gesichter von den Menschen, die da hinkommen. Im Übrigen ist es die Wahl der Menschen, die gehen dahin. Und ich dränge mich ihnen nicht auf, indem ich irgendwo angeschaltet werden kann. Ja. Sondern die müssen sich einschalten und müssen dahin kommen. Das fände ich ein viel ehrlicheres Abkommen. Ja, Sie arbeiten jetzt schon seit so vielen Jahren erfolgreich und wenn man immer spaßhalber sagt, damals nach dem Krieg fing es so und so an, dann trifft das ja auf Sie im Endeffekt wirklich zu. Den ersten Kontakt zum Kabarett hatten Sie ja schon 51 als Platzanweiser, ist das richtig? Nicht 51, 55. 55. 50, also, naja, Moment, Platzanweiser war ich hauptberuflich. Ach so. Also nebenberuflich als Student war ich da. Ach so. War ich 53, von 53 bis 54. Und da haben Sie dann quasi auch Gefallen am Kabarett gefunden? Das hatte ich vorher schon. Das hatten Sie vorhin schon. Ich bin Platzanweiser geworden, weil ich dahin wollte. Ach so. Weil ich Gefallen gefunden hatte bereits, ja. Als Trittbrett quasi, Sprungbrett. Uff. Also Trittbrettfahrer, das ist nicht unbedingt das meine. Ja. Sprungbrett ist auch ein etwas schiefes Bild, weil stellen Sie mal vor, Sie haben ein Sprungbrett und wissen nicht, wohin Sie springen. Das ist natürlich schlecht. Ne? Ja. In ein nicht mit Wasser gefülltes Becken. Ja, wenn man noch nicht weiß, was dann daraus wird. Aber nach dem Krieg war es ja logischerweise, weil die Stimmung nicht so berauschend dann ja auch in Deutschland waren, dann die Menschen auch in gewisser Weise hungrig nach Ja, da muss ich sie verbessern. Die Stimmung nach dem Krieg, nach dem beendeten Krieg, war gut. Ach so. Wissen Sie warum? Nee. Weil es fielen keine Bomben mehr und es wurde auf niemanden mehr geschossen. Also die Freude auf die Nachkriegszeit begann dann quasi. Die Freude am Frieden, an der Ruhe. Ja. Und vor allen Dingen die Hoffnung, dass alles nur noch besser werden kann. Okay, hat man dann den Krieg... Von da an ging es nur noch besser. Da kann es nur noch aufwärts gehen. Hat man denn dann den Krieg und Adolf Hitler überhaupt dann humoristisch verarbeiten dürfen oder war das dann ein großes Tabu? Sie fing ja dann direkt an. Nein, natürlich nicht. Also im Gegenteil, es fing ja die Aufbereitung dessen an, was gewesen ist. Es ging ja mit der Entnazifizierung, die offizielle Entnazifizierung hat ja nicht funktioniert. Denn das sind ja alles Mitläufer geworden und es stellte sich heraus, dass ja niemand in der NSDAP Mitglied gewesen ist. Und mir hat man nachher nachgewiesen irgendwo, dass ich eine Mitgliedsnummer hatte, was allerdings ein automatischer Vorgang gewesen ist. Ja. Da war ich gerade mal 17 Jahre. Aber die Verantwortlichen, die für die Geschehnisse im Dritten Reich Verantwortlichen, hatten sich ja praktisch mit bedeckt und haben nichts von sich hören lassen. Und das, was sie gelogen haben, wurde ihnen geglaubt. Okay. Also das heißt, es musste auf anderen Wegen, musste die sogenannte Entnazifizierung stattfinden. Und das fand halt statt über Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen, Theater, besonders auch Theater und natürlich diesen Kabarett, der Wiedererweckung des Kabaretts aus den 20er Jahren. Und dann kam die berühmte Lach- und Schießgesellschaft. Ja. Das ist wohl die bekannteste Kabarettbühne für politisches Kabarett und mit dem Ensemble waren sie auch dann unterwegs in ganz Deutschland. Ihre Programme wurden auch jährlich in der ARD mit großem Erfolg übertragen, bis sie dann Ende 72 ihre Abschiedsvorstellung gaben. Warum kam es denn dann zu diesem Bruch? Am mangelnden Erfolg kann es ja eigentlich nicht gelegen haben. War kein haben. Bruch, nein, es war ein Entschluss. Wir wollten fertig sein. Als die Olympischen Spiele in München stattfanden, haben wir gesagt, das ist ein guter Schlusspunkt. Wir haben 17 Jahre miteinander verbracht und wir sind eine Familie und den Familienfrieden wollen wir bewahren. Wir wollen so, wie wir uns jetzt fühlen, nämlich gut,
wollen wir auch auseinandergehen und wollen das Kapitel beenden und ein neues anfangen. Und dann kam die ZDF-Sendung Notizen aus der Provinz der Scheibenwische. Genau. Und jetzt sind sie wieder unterwegs oder immer noch unterwegs mit ihrem Programm Ich kann doch auch nichts dafür. Ja. Was erwartet denn da die Fans und Besucher? Das Programm ändert sich natürlich mit jeder Aktualität, die kommt. Natürlich nicht täglich, weil nicht jeder eine stattfindet. Ja. Aber bemerkenswerte Vorgänge werden, das habe ich immer so gemacht, verarbeitet und formuliert. Okay, also aber politisches Kabarett vom Feinsten dann von Dieter Hildebrand. Also Dieter Hildebrand noch auf Tournee mit dem Programm Ich kann auch nichts dafür. Heute bei mir zu Gast am Telefon. Vielen Dank, es war mir eine große Ehre. Dieter Hildebrand, tschüss. Tschüss. Ja, und das war das Weihnachtsspecial mit mir am 26.12., am zweiten Weihnachtsfeiertag. Mir bleibt jetzt noch euch eine schöne Zeit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, zu wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön Silvester, wo es halt eben in welcher Form auch immer es eben möglich ist. Und bleibt gesund, haltet Abstand, lasst euch impfen, seid vorsichtig. Und auch wenn Silvester dieses Jahr nicht so ist, wie das, wie man das eben aus den früheren Jahren so kennt, man kann sich es auch schön zu Hause machen, im Garten machen, man muss nicht böllern. Es ist, glaube ich, auch mal schön, Silvester ein bisschen ruhiger und besinnlicher zu feiern. Also, macht's gut, liebe Grüße und bis bald. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Das Fernsehschatztruhen Weihnachtsspecial.